Was sagt eigentlich Warren Buffett, was der größte Fehler von Menschen beim Investieren ist? Wir schauen uns heute an, denn ich reagiere auf ein Interview von Warren Buffett von Yahoo Finance. Viel Spaß dabei und let's go! So, liebe Freunde, wir wollen uns hier mal anhören, welchen Hinweis uns Warren Buffett gibt, um erfolgreich im Leben zu sein. Es wird auch um Investieren gehen und wir hören uns das Ganze mal an. Es ist nur ein kurzer Clip, aber ich möchte mal darauf reagieren. Das hier ist ein Interview von Yahoo. Entsprechend gehören mir nicht die Rechte an diesem Video. Ich reagiere nur auf seine Aussagen. What about life advice? Well, life advice is, you know, the most important thing. Aside from the things I've talked about already, is really who you associate with. You want to associate with people that are better than you are. I mean, basically, you'll go in the direction of the people that you associate with, and you want to have the right heroes. Das ist wirklich eine Sache, die ich auch sehr, sehr wichtig finde und persönlich gelernt habe. Die Menschen um dich herum sollten besser als du sein, sollten mehr haben und wollen als du, sich verbessern wollen. Es muss nicht zwangsweise in finanzieller Hinsicht sein, aber versuche von anderen Menschen, die besser sind als du, zu lernen und dann gehst du auch in diese Richtung und da kann ich euch nur ganz klar sagen, dass das korrekt ist. Und wenn man beispielsweise Leute um sich herum hat, die einen schlechter machen, negativ reden und so weiter, da muss man dann auch überlegen, ob das so das Richtige ist. Want people, if you want to emulate somebody, you better pick very carefully who you want to emulate. And when obviously you can't pick your parents, they're going to have an enormous influence on you, but you don't get a choice on that. But you get choices as you go down the line, and you who you admire, who you want to copy. Genau, sucht euch auch Personen, die ihr kopieren wollt oder die Vorbilder für euch sind und sucht die sehr, sehr vorsichtig aus, weil man hier natürlich auch Fehler machen kann und eventuell auch in die falsche Richtung gehen kann. Das heißt, Moral und so weiter finde ich beispielsweise sehr, sehr wichtig, dass man moralisch wirklich nur vertretbare Dinge auch macht. And the most important for most people in terms of that decision is their spouse. It's also important in terms of a partner in business. Genau, und der Partner, die Wahl des Partners sollte ist unheimlich wichtig, sagt er, weil sie natürlich bestimmt, wie du dich weiterhin zukünftig verhältst, aber auch, wie du unterstützt wirst und ob du deinen Weg gehen kannst, ob du immer unterstützt wirst, egal was du tust und Rückendeckung hast quasi und genau hoffentlich auch das Gleiche für deinen Partner und deine Partnerin machen wirst. Partner in life is the most important one. You want to pick a spouse that's better than you are. And then he or she, and you hope they don't figure it out too fast. Great. Biggest mistakes people make when investing. Größten Fehler, die Menschen machen, wenn sie investieren. Das hören wir uns jetzt mal genau an. Well, they just don't realize that all you have to do is just buy a cross section of America and then never listen to people like me or read the papers or do anything subsequently. They think that because you can trade, you should trade. Also er sagt, kauf einfach Aktien über komplett Amerika und streue breit oder kaufe einen Index-ETF, den S&P 500 zum Beispiel, aber streue komplett über die USA und kaufe gute Unternehmen. Und er sagt dann, die Menschen glauben, weil man die ganze Zeit traden kann, sollte man es auch tun. Und das ist der größte Fehler. Die Menschen kaufen, weil sie emotional sind, zu dem falschen Zeitpunkt verkaufen. Jetzt nehmen wir uns kurz Zeit für den Sponsor dieses Videos und das ist Stock3. Mithilfe eines Stock3 Terminals, wie ihr es hier seht, könnt ihr euch ein ähnliches Terminal zusammenstellen wie ein Bloomberg Terminal. Damit könnt ihr Aktien analysieren, könnt euch allgemeine Daten auf das Terminal legen oder auch den Chart, Cashflow pro Aktie oder ähnliche Darstellungen, aber auch generelle Informationen zum Aktienmarkt, was hier aktuell gerade passiert und dann könnt ihr mit Hilfe dieser Darstellung Aktien analysieren. Ihr könnt reingehen und euch KGV, KUV, KBV etc. anschauen im Vergleich zum Markt, zur Branche. Aber ihr habt auch aktuelle Nachrichten zu
dem Unternehmen, was ihr euch anschaut, oder generelle Nachrichten, die vielleicht wichtig sein könnten. Hier sind Darstellungen zu Dividende, Umsatzentwicklung, und da kann man dann natürlich auch im Detail reingehen und sich das anschauen, wie die Entwicklungen hier in den Umsätzen sind, im EBIT, und das kann man sich natürlich auch im Chart darstellen. Aktuell nutze ich hier das Stock3 Tech Advanced. Und in diesem Teil könnt ihr Chartanalyse machen, aber auch allgemeine Analysen von Unternehmen vornehmen. Das ist der größte Fehler. Die Menschen kaufen, weil sie emotional sind, zu dem falschen Zeitpunkt verkaufen. Und das kann natürlich ein riesiges Problem sein. Das mache ich auch mit meinen Kunden, dieses Training und diese Schablone, die meine Kunden bekommen. Quasi eine Checkliste, wo sie wissen, wann sie verkaufen sollten und wann sie kaufen sollten. Und das kann natürlich unheimlich helfen, und man soll einfach kaufen, nicht so viel auf Nachrichten hören oder auf Menschen hören, die bestimmte Dinge sagen, die jetzt toll sind oder zukünftig passieren werden. Und das kann natürlich auch helfen. Gute Qualitätsaktien langfristig kaufen und liegen lassen. You buy a farm, you buy an apartment house, you can't resell it tomorrow. And you know, the cost of moving around. Now you get something handed to you, liquidity, you know, which is instant, you can sell in the... The cost of doing it are pennies, you know, compared to other kinds of investment activity. So because they can so easily move around, they do move around. Das ist wirklich ein Punkt, den er nennt. Wenn du jetzt eine Farm kaufen würdest irgendwo und du hast diese Farm jetzt, dann heißt es ja auch nicht, dass du sie dann morgen wieder verkaufen wirst, weil du davon ausgehst, dass sie im Wert gestiegen ist, nur weil du sie handeln kannst. Die Farm kannst du ja nicht so schnell handeln, und nur weil jetzt der Fakt da ist, dass du Aktien sehr, sehr schnell handeln kannst, verkaufen viele Menschen auch. Weil die Möglichkeit besteht, tun sie es, und das sollten sie nicht tun. Das ist einer der größten Fehler am Aktienmarkt. Moving around is not smarter than investing. So, und zusammenfassend kann man genau diese Dinge nennen. Man sollte breit streuen, diversifizieren, weltweit bestenfalls. Er sagt jetzt nur in die USA, aber die Amerikaner sind sehr fokussiert auf die USA. Buffett würde heutzutage wahrscheinlich auch sagen, dass man weltweit streuen sollte, gute Unternehmen kaufen sollte, nicht ständig verkaufen und kaufen, Aktien genau analysieren und nicht auf die Medien und darauf hören, was viele Menschen sagen, was man jetzt tun sollte, was die Zukunft, dass der zukünftige Hype ist, das beste Unternehmen, was so aktuell vorhanden ist, sondern Unternehmen, die Qualitätsunternehmen sind und die langfristig kaufen, streuen und gut analysieren und auch vielleicht nach Unterbewertung schauen und dann nicht nur, weil es möglich ist, ständig kaufen und verkaufen und handeln, langfristig liegen lassen, weil Unternehmen sich mit den Gewinnen und Umsätzen langfristig in der Regel positiv entwickeln, besonders wenn die es in der Vergangenheit schon gezeigt haben. Also, das soll ein Tipp von meiner Seite an euch sein. Mit Bezug auf Warren Buffett. Ich denke, das kann euch sehr weiterhelfen. Ich hoffe, dieses Video bzw. der Podcast hat euch gefallen. Und wenn ihr selbstständig seid, leitende Angestellte oder Führungskräfte und ihr wollt gerne mit Aktien über die Börse ein Vermögen aufbauen, dann meldet euch bei mir unter aktien-wagner.de, denn ich gebe Aktiencoachings für diese Personen. Und wenn ihr ein kurzes Bewerbungsformular ausgefüllt habt, sodass ich euch schon mal vorab kennenlernen kann, dann rufe ich euch persönlich per Telefon an, finde dann nochmal genau heraus, wie ich euch weiterhelfen kann, und dann machen wir ein kostenfreies Strategiegespräch aus. Und über Zoom werde ich euch dann eine Strategie zeigen, die zu euch passt, sodass ihr über die Börse ein Vermögen aufbauen könnt, jetzt schon freier sein könnt, aber nicht so viel Zeit dafür aufwenden müsst. Also, ich freue mich, mit euch zu sprechen. Bis ganz bald, euer Mike.